Du musst das Mindset vom Unternehmer haben, damit du dahin kommst. Meine Frage ist, wenn Sie jetzt zurückschauen, ja, was würden Sie anders machen? Nix. Falsch und richtig. Ich würde natürlich, wenn ich mein heutiges Ich als Ratgeber hätte, manchen Fehler oder andere, Entschuldigung, oder was waren die Situationen, wo Sie sagen, das hätte ich jetzt anders machen sollen? Ich würde dann einige Dinge anders machen, wenn ich auf mein heutiges Ich hören würde, wenn ich schon damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Ich wäre aber dann nicht der, der ich heute bin. Deswegen möchte ich nicht zurückdrehen, wenn ich die Wahl hätte. Ich möchte es genau so machen. Wenn ich ein nächstes Leben hätte, dann wäre ich spätestens mit 17 Unternehmer. Nicht mehr Experte. Experte kostet viel Kraft. Wenn ihr Experte sein wollt, überlegt euch das gut. Ihr bringt immer so viel Herz da rein als Experte, wenn ihr gut seid. Das kostet wirklich viel Kraft. Jeder Vortrag kostet Kraft. Jedes Miteinander kostet Kraft. Du kriegst auch viel zurück, ganz klar. Aber es kostet Kraft. Als Unternehmer kannst du schwereloser ganz andere Dimensionen erreichen. Also im nächsten Leben wäre ich Unternehmer. Aber zurück möchte ich nicht, weil ich finde meine Aufgabe so geil. Ich mache so gerne, was ich tue. Ich möchte es durch nichts ersetzen. Aber wenn ich das mal abgearbeitet habe und werde nicht als Regenwurm wiedergeboren, sondern kann es mir aussuchen, dann wäre ich Unternehmer. Das heißt, je früher, desto besser in dem Fall. Ja, als Unternehmer, je früher, desto besser. Denn wenn du die vier Level begreifst, über die ich da eben gesprochen habe als Unternehmer, die sind immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Es sind immer dieselbe, den einen Skill, den ich pro Level brauche. Es ist immer die eine Herausforderung. Es ist immer das eine Problem. Der eine Mindset, den ich ändere. Es ist immer bei jedem. Und wenn man das verstanden hat. Und wie schafft man das, aus dem gewissen Maße Hamsterrad rauszukommen? Durch meinen neuen Kurs. Ihr dürft nie aufhören zu verkaufen. Auch ich nicht. Also wenn ich was Gutes habe, lebe ich das vor, erzähle davon, geht gar nicht anders. Ich glaube, das ist 48 Monate, ein langer Kurs, immer ein Video, ähnlich wie Marco, nur eben für Unternehmer. Super. Okay. Sind Sie Unternehmer? Noch nicht. Was sind Sie? Ja, ich bin Angestellter, bin Abteilungsleiter. Ja, es ist etwas, wenn ich nochmal auf den Stern eingehe, das ist ja so die Basic, ne? Diesen Stern, deswegen male ich ihn jetzt klein dahin, weil wir ihn jetzt schon verstanden haben. Ich finde den schön. Ja gut, da kann man ja. Also, ist wichtig, dass es kein gutes und schlechtes Feld gibt, sondern immer nur ein Feld, das mir entspricht. Und in jedem Feld, und das ist wichtig, gibt es ganz genau vier Level. Im ersten Level bin ich Anfänger, egal wo ich bin. Daher macht es nie Spaß auf Dauer. Wenn ich da verharre, durch mein Mindset, durch meine Glaubenssätze, ist es nie gut. Im zweiten Level bin ich Fortgeschrittener. Ist auch nicht so toll, weil ich im Grunde genommen nur das weiterschreibe, was ich als Anfänger gemacht habe. Und dann gibt es einen großen Gap, eine Schlucht, über die ich muss. Und dann komme ich zu Level 3 und 4. 3 ist clever und 4 ist super. So, und die Belohnung ist immer nur hier. Da ist die Belohnung. Und jetzt muss ich verstehen, um hier hinzukommen, also über diesen Graben drüber zu springen, vom Anfänger Fortgeschrittenen weg zu den Leveln, wo es sich lohnt, darf ich gedanklich nicht in meinem Feld bleiben. Soll heißen, ein Angestellter, es gibt Angestellte, die verdienen Millionen. Es ist nichts Schlechtes daran, Angestellter zu sein. Der ist in seinem Mindset aber nicht mehr Angestellter. Der ist hier oder hier und ist in seinem Mindset eigentlich Unternehmer. Oder sogar Investor. Und Experte. Das heißt, du kannst hier durchaus sein. Ist überhaupt kein Problem. Ist alles super. Aber du musst das Mindset vom Unternehmer haben, damit du dahin kommst. Und Mindset, ein Angestellter, ein Mindset eines Unternehmers hat, ist ein Intrapreneur. Deswegen wird eine gute Firma Leute leistungsgerecht bezahlen irgendwann. Basisgehalt, dann leistungsgerecht. Damit
fördere ich das Intrapreneurtum, kann mich selber zurückziehen, weil die den Laden schmeißen. Weil sie aber auch einen entsprechenden Incentive haben, muss ja auch ordentlich bezahlen. So, Sie müssen für sich also überlegen, als Abteilungsleiter, bin ich noch hier oder schon hier? Und welches Mindset vom Unternehmer muss ich jetzt lernen, möchte ich jetzt lernen, um weiterzukommen? Oder wechsle ich total das Feld?